Der Entwicklungsritter ist seit kurzem in Clash Royale und im heutigen Video möchte ich euch die drei besten Entwicklungsritter-Decks in Clash Royale vorstellen, die momentan extrem stark sind. Ich würde sagen, ich schnacke nicht lange rum, ich zeige euch direkt das erste Deck. Das erste Deck ist natürlich No Damage mit dem Evo-Ritter, mit dem Friedhof natürlich, Babydrachen, Gift, Eismagel-Tornado, Barbarenfass und Grabstein. Das Deck hat eine 58%ige Winrate auf über 14.000 Spiele, was absolut stark ist. Die Winrate wird tatsächlich sogar höher, aber es spielen auch sehr, sehr viele Leute das Deck, die es nicht können. Ich würde sagen, ich mache auf jeden Fall ein Spiel. Ich zeige euch, wie das Deck funktioniert. Ich würde Ihnen empfehlen, das Spiel sich anzuschauen. Und im weiteren Verlauf zeige ich euch die zwei weiteren Decks. Deshalb unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Let's go! So ist das Spiel gegen Enterprise 07. Und No Damage ist ein Deck, wo man auf jeden Fall defensiv spielen sollte. Wir wollen nicht so aggressiv spielen, weil es halt ein Control-Deck ist. So, wir spielen den Ritter rein. Den Ghost. Schauen, vielleicht ist Pekka Bridge Spam. Es sieht nach RG aus. RG kann man auf jeden Fall gewinnen, ist jetzt aber kein krasses Matchup, vor allem wenn er die Hexmutter hat. Natürlich haben wir keinen Grabstein auf der Hand. Wir haben keinen Grabstein auf der Hand. Wir haben einfach wieder keinen Grabstein auf der Hand. Und er kann hier einfach gleich seinen Barbaren verspielen und dann ist unsere Skelette auch down. Okay, er kriegt keinen Schaden. Sollte in Ordnung gehen. Wir sollten hier ein, zwei Hits vom Babydrachen am Turm bekommen. Spielen unseren Ritter, hätten auch Barbarenfass spielen können, theoretisch. Wir gehen nicht rein. Wir gehen nicht rein, weil es nichts bringt. Okay, spielen Barbarenfass. Gut, war jetzt nicht gut. Ich dachte, er spielt vielleicht seinen Phönix oder seine Skelette, was auch immer. Er geht schon wieder rein. Ja, gut gemacht, Mann. Du bist echt ein Five-Head, muss man ehrlich sagen. Ihr habt es gerade gesehen, sein Fisch hat gerade meinen Eismagier gezogen. Und das war natürlich nicht gut von ihm. Setzen unser Ritter ein. Der keinen Damage bekommt. Und dann gehen wir rein mit Friedhof. Wir gehen rein. Wir setzen unseren Poison. Gut, er tankt immer noch. Nice. Gut, wir kriegen ein bisschen guten Schaden. Wir setzen den nächsten Ritter. Er setzt seinen Phönix. Kann er natürlich machen. Ist aber egal. Ist egal. Setzen wir unseren Eismagier. Setzt den Tornado, er setzt mal wieder seinen skillvollen Feuerball hier an der Brücke. Kriegen das verteidigt. So, setzt mal einen Barbarenfass, hätten wir eigentlich nicht machen müssen. Setzt hier wieder sein Skill RG an der Brücke. Mal wieder. Und jetzt haben wir, glaube ich, ein Problem. Ja, er lockt das, okay. Okay, okay, es sieht immer noch ganz gut aus. Er setzt hier seinen sehr skillvollen Fischer an der Brücke, okay. Kann er machen, seine Skill, sehr, sehr skillvollen. Jetzt setzt er unseren Ritter, der eigentlich ganz guten Job macht. Jetzt ein Tornado. Und jetzt können wir reingehen mit dem Friedhof. Warum? Sein Fischer ist raus. Plus, wir haben hier einen guten Konterpush. Das ist jetzt ein Poison, eigentlich unnötig, aber ist okay. Ich glaube, es ist durch. Das Game ist durch, es hat zwar länger gedauert, aber wir haben diesen RG-Knecht geknechtet. So, wir kommen zum nächsten Deck. Nächste Deck ist Classic Lockbaits mit dem Ritzer. Wer hat's gedacht, dieses Deck ist auch extrem stark geworden durch den Buff von dem Entwicklungsritter, beziehungsweise durch den Buff von den Stats, die der Ritter hat, durch die Entwicklung. Dieses Deck ist sehr, sehr stark momentan. Ich würde sagen, wir machen ein Spiel. Ich würde euch empfehlen, auf jeden Fall das Spiel sich anzuschauen. Ich würde sagen, wir gehen rein. Let's go. So, wir sind im Spiel gegen Sumi und aus dem klaren Talent. Mal schauen, ob er wirklich so talentiert ist. Setzen wir hier einen Eisgeist. Dann setzen wir die Princess um. Setzen wir die Princess. Ich könnte mir vorstellen. Okay, er hat sich erledigt. Ich dachte, das ist vielleicht Scheunereiter. Hat sich aber erledigt. Ich würde sagen, wir spielen einfach mal. Es könnte. Loon sein.
Noch Holz, okay. Er hat die Queen. Die Frage ist halt, was er jetzt für ein Deck spielt. So, ich glaube, er kann die Fähigkeit nicht aktivieren. Nice. Es ist jetzt Loon wahrscheinlich. Ich bin mir relativ sicher, es ist Loon. Spielt sein Ritter einfach in der Mitte, okay. So, unser Ritter hat ein Poison. Also Friedhof kann es eigentlich nicht sein, weil er eigentlich ein... Er spielt halt Miner. Es ist vielleicht einfach Miner Cycle. Kann auch sein. Sieht mir sehr nach Miner Chip Damage aus einfach. So, Princess on the Bridge. Er lockt das. Und jetzt kommt unser Ritter, der den ganzen Damage von der Queen aufsaugen wird. Wenn er jetzt die Fähigkeit aktiviert, wäre er halt nicht wirklich schlau gewesen. Setzen jetzt einfach mal hier unser Kugelfass. Und kriegen eigentlich ganz guten Damage. Es war okay, es war jetzt nicht die Welt, aber es war jetzt auch nicht schlecht. So. Mein Ice Spirit. Okay, kommt zu spät. Ah, es ist relativ egal. So, nächste Princess an der Brücke. Ja, man, Brücke. Geklatscht. Die Fähigkeit wäre unnötig von ihm. So, setzen wir jetzt den Kampfholz wahrscheinlich. Ja, Lock kommt. Lock war ganz gut. Setzt die Queen einfach an der Brücke. Okay, Kampfholz war nicht schlecht. Ist okay. Es reicht halt nicht. Es reicht halt nicht. Er setzt hier seinen Ritter ein. Er könnte natürlich den Poison spielen. Poison wird aber keinen Schaden auf der rechten Seite machen. Setzen hier jetzt unser Log. Perfekter Predict, by the way. Setzen jetzt unseren Ritter auch an der Brücke. Seine Queen ist schlecht. Mit guter Schaden. Ich denke, es reicht auch, wenn wir die Rakete jetzt draufhauen. Obwohl. Ich glaube, Rakete reicht nicht. Nee. Rakete reicht nicht. Er setzt hier seinen Log. Kann er natürlich machen. Es ist der Turm wahrscheinlich, oder? Ja, es ist der Turm. Wir setzen jetzt unsere Rakete. Ja, das Game hat wieder länger gedauert. Es kann man nichts ändern. Das Matchmaking ist halt mittlerweile einfach rigged. Also man kriegt die ganze Zeit Sweats und es ist ein bisschen nervig. Aber ich würde sagen, kommen auch zum letzten Deck. So, das letzte Deck ist dieses X-Bogen-Deck. Ja, Pestbogen ist zurück. Ihr seht es richtig. Mit der Queen, mit dem Tesla, mit dem Ice Guys und mit den Skeletten. Und... Ja, das Deck ist extrem stark wieder mittlerweile, was leider traurig ist, weil auch der Tesla hat einen Buff bekommen. Wir sagen, wir machen ein Spiel, bleibt auf jeden Fall dran, um zu sehen, wie es funktioniert. Let's go. Das ist ein Spiel gegen Reza aus dem Clan Iran Royal. Gut. Wünsche den Kollegen viel Glück, er wird es brauchen gegen Pissbogen. Setzen einfach einen Eisgeist. Es könnte Lava und sein. Und ich glaube, Lava und ist eigentlich kein schlechtes Matchup. Setzt mal den Ritter hinten. Es ist Lava und es ist einfach Schmutzhund. Setzt einfach die Queen hinten. Wenn er Feuerball Pfeile draufschmeißt, haben wir den Tesla. Okay. Okay, Tesla war nicht gut. Ich hoffe, er hat keinen Feuerball. Okay, er hat einen Tesla, relativ egal. Gute Defense. Ich meine, er hat keinen Feuerball. Vielleicht hat er doch Feuerball, vielleicht hat er nicht im Cycle. So, er spielt hier sein Grabstein. Ich glaube, es ist Evo Barbs. Ich glaube, er hat einfach die Elite Barbaren. Evo Barbaren, nicht Elite Barbaren. Gott. So, jetzt warten wir drauf, dass er seinen Schmutzhund spielt. Dann können wir reingehen mit dem Pestbogen. Wir gehen jetzt einfach rein. Perfektes Timing. So, mal schauen, was er macht. Er hat die Barbaren. Als. Okay, es ist egal. Es ist egal. Das Ding ist, wir kriegen guten Damage. Sein Inferno-Drache wird in der Offensive nichts bringen, weil wir den Tesla haben. Plus, wir haben unsere Bogenschützenkönigin. Und falls er mit Miner reingeht, haben wir immer noch unseren Ritter. So, seine Offensive ist am Arsch. Hat gefühlt 200 Damage gemacht.
setzen. Wahrscheinlich den nächsten Bogen, würde ich mal sagen. Können jetzt die Fähigkeit aktivieren. Wahrscheinlich, weil er Barbaren hat. Er hat die Barbaren, können jetzt einen Log spielen. Können jetzt einen Tesla spielen. Und wir sind am Turm. Wir sind connected. Und es sieht gut aus. Er kann jetzt einen Inferno-Drachen noch spielen, theoretisch. Muss aber nicht machen. Und ich glaube, er hat aufgegeben. Er hat aufgegeben. Er hat nicht aufgegeben. Nevermind. Setzen einfach unseren Ritter hier hinten, der seine halbe Stunde lang seinen Inferno-Drachen tankt. Setzt den Feuerball. Das Game ist durch. Es sind 15 Sekunden. Er wird nicht in 100 Jahren unseren Turm holen. Es könnte natürlich seine Emo-Barbaren spielen, die relativ egal sind, weil er verloren hat. Er weiß es auch. Ihr seht es. Pissbogen ist zurück. Vor allem gegen Lava. Und es ist eigentlich gar nicht verkehrt. Ja, das war's Game. Das war das Video. Ich danke fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Danke. Bis bald. Ciao.